Also, man sieht hier den berühmten Codex Dresdensis. Viele haben ja noch gar nicht davon gewusst vor kurzem, aber durch die Medien hat man das jetzt also schon oft gehört. Dieses Buch ist ca. 800 Jahre alt und liegt hier in dieser Bibliothek. Im Jahr 2008 hatte ich das große Glück, einen Preis zu bekommen. Ich wurde damals als Kulturmanager des Jahres ausgezeichnet und der Preis war eine Reise, die ich mir aussuchen durfte dafür. Ich habe mich damals entschieden für Mexiko, weil ich in Mexiko einige Freunde hatte, auch Komponisten, Musiker, mit denen wir vorher gearbeitet hatten. Und ich bin nach Mexiko gefahren und habe mir diese ganzen tollen Ureinwohnerstädten angeschaut, also auch die Maya-Städte, die es dort gibt im Urwald, und das hat mich sehr, sehr schwer beeindruckt. Der Reiseleiter damals von Studiosus, der erzählte mir dann dort in einer Stadt, dass es ja in Dresden den Codex Dresdensis gibt. Ein altes Maya-Buch, was ungefähr 800 Jahre alt ist. Und es gibt davon nur noch 3 erhaltene Bücher von ursprünglich über 5000 Büchern, die aber alle vernichtet wurden. Ja, das hat mich natürlich auch sehr beeindruckt und ich hatte vorher noch gar nichts davon gehört von diesem Buch. Und als ich das dann dem Enrico Ciapela erzählte, diesem Komponisten, den ich dort auch besucht habe, sagte er, weißt du was, wann wir unser Konzert machen müssten, wir müssten es genau an diesem Tag machen, wir spielen das letzte Konzert der Welt. Wir haben halt sehr, sehr schnell gemerkt, dass durch die Wahlen und durch die Probleme in Mexiko sich dieses Projekt komplett mit Orchester in Mexiko nicht realisieren lässt. Und deswegen haben wir überlegt, was es noch für Möglichkeiten gibt. Und ich kam dann auf die Idee, wir lassen das Orchester einfach in Dresden. Die Dresdner Sinfoniker bleiben hier und spielen im Konzertsaal unter dem Codex Dresdensis, der ja hier in der SLUB, in der Sächsischen Landesbibliothek liegt. Spielen wir direkt 5 Meter davon entfernt ein Konzert mit mexikanischer Musik. Silvestre Revuelta steht auf dem Programm und Enrico Ciapela, der Komponist, der mich auf die Idee gebracht hat damals. Silvestre Revuelta ist einer der bekanntesten lateinamerikanischen Komponisten, ist schon eine Weile tot. Enrico Ciapela ist ein junger Komponist. Und das Interessante, er kommt aus dem Dark Metal. Hat früher selbst E-Gitarre in einer Dark-Metal-Band gespielt, ist dann irgendwann mit Mitte 20 auf die Idee gekommen, zeitgenössische Orchestermusik zu komponieren und macht das auch wirklich fantastisch. Und ist mittlerweile sehr, sehr im Kommen. Also schreibt zum Beispiel Auftragskompositionen für das Los Angeles Philharmonic Orchestra, für das Simon Bolivar Jugendorchester, das ist also auch ein ganz großer Name, und das Orchester, wo Simon Rattle früher dirigiert hat, Birmingham Symphony, also sehr, sehr berühmter Komponist mittlerweile schon, und er schreibt ein Stück, was wir an diesem Abend am 21. uraufführen werden, und die Besonderheit dieses Stückes ist, wir haben das Orchester hier in Dresden und eine Maya-Sängerin in Mexico City mit 2 Musikern, die eben auch Maya-Instrumente spielen, und um 0 Uhr werden wir eine Schaltung realisieren über das Internet, wo die dort anfangen zu singen und zu spielen. Wir hören das mit dem Orchester hier und werden das, was wir hier hören, begleiten. Das heißt, eine gemeinsame interkontinentales Musizieren, könnte man fast sagen. Am Ende eine Feier der neuen Zeit, des neuen Maya-Zeitalters. Schaut mal auf die Seite Dresden Durchstarter. Da gibt es eine ganze Menge Dankeschöns, die man bekommen kann, je nachdem, was euch das Projekt wert ist. Ihr helft uns dabei, die Lücke zu schließen, und ihr kriegt dafür ein Dankeschön geschickt. Je nachdem, von einem Programmheft, was man bekommt, oder handsignierten Fotos, ein Mitschnitt des Konzertes auf DVD oder CD ist auch dabei, oder ein Plakat, also ganz viele verschiedene Sachen. Karten gibt es leider nicht mehr, das Ganze ist leider schon ausverkauft, aber dafür könnt ihr ja das Programm auch live auf Arte Live Web
im Internet, Fernsehen sehen oder im Rundfunk anschauen auf Deutschlandradio Kultur oder MDR Figaro. Da könnt ihr das Programm live oder das ganze Konzert live mitverfolgen. Also unsere Planung geht auch über den Weltuntergang hinaus, nämlich nächstes Jahr wollen wir nach Norwegen mit den Dresdner Sinfonikern in die Türkei, haben wir zwei Konzerte schon, und dann eben auch nach Palästina, also ins Westjordanland. Da wollen wir zusammen mit palästinensischen Musikern die Symphonie für, also Symphony for Palestine heißt das Projekt, uraufführen. Und werden Ende Mai, Anfang Juni dort mit den Dresdner Sinfonikern hinfliegen. Ja, das sind erstmal unsere Projekte für die Zukunft. Alles Weitere findet ihr auf unserer Webseite dresdnersinfoniker.de.